Gut. Dann mal ab in unser Anwesen. Hier hat sich nichts Besonderes getan, deswegen gehen wir jetzt runter zu unserem Goblin. Vorbei an unserem Wühlschrat. Jo, da ist er. Du zurück! Quark freut sich, dich zu sehen. Hallo Quark, hast du vielleicht noch einen Zettel gefunden? Nein, Quark noch keinen Zettel gefunden. Quark, gleich weiter. Okay, also den kriegen wir dann auf oder erst später. Naja, halb so schlimm. Das heißt, wir reisen jetzt erstmal zurück nach Moorbrück und gucken uns dort die beiden Quests noch an, die es da gibt. Also ja, Burg Grimzahn ist auch wieder frei. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir dann dahin. Aber erstmal Moorbrücker Sümpfe. Weil ich will ja aus dieser Mod alles mitnehmen, was geht. Also gucken wir uns auch die beiden Quests dort noch an. Eine soll oben beim Tempel sein, wo wir unseren netten Freund eingesperrt haben. Und die andere ist wahrscheinlich irgendwo hier in dem Bereich. Gucken wir einfach mal. Weil das eine hat was mit Harpien zu tun und das andere hat was mit dem Tempel zu tun. Na, das war nicht ganz richtig. Das war richtig. Also ja, Untote und Skelette sind hier wieder aus der Entfernung gekrochen und hier müsste es irgendwo was geben. Hier im alten Travia-Tempel. Da unten hat etwas geblinkt. Da ist etwas. Ich habe auch etwas gesehen. Ja, genau, diese alte Truhe hier. Ein Schatz in der Tiefe. Ja, das habe ich sogar gelesen in der Mod-Beschreibung, dass es diese Truhe schon im Hauptspiel gab, aber man nichts mit ihr machen konnte. Deswegen haben sich die Modmacher gedacht, wir machen was mit ihr. In der geheimnisvollen Spalte am alten Travia-Tempel habe ich eine Truhe entdeckt. Leider ist sie von oben nicht zu erreichen. Vielleicht hätte man da im Dorf passendes Werkzeug, um die Truhe nach oben zu ziehen. Also ein Seil. Oder was in der Richtung. Und ja, hier zu den Harpien müssen wir noch.
Das sind Zehehabchen. Bringen allerdings Erfahrungspunkte. Wir sind ja auf einem guten Weg, Level 19 zu erreichen. Es sind aber verdammt viele Harpien da oben, ey. Gucken wir mal, dass wir ein paar weglocken. Wenn die immer nur so in Stacks kommen. Kann ich die von hier aus abschießen? Ja, so kann ich die auch hier runterlocken. Komm schon. Na klar, Candidus. Bei Angroschbar. Okay, das sind Schwächere. Das heißt, da sind noch Respawns da dazwischen. Vom Hauptspiel. Okay, die restlichen, die kriegen wir so ausgeschalten. Sind ja nur noch zwei. Und das Harpchenei hier. Gibt auch eine Quest. Harpchenei. Im Ohrenbrück ist mir ein Harpchenei in die Hände gefallen. Vielleicht finde ich jemanden, der Verwendung dafür hat. Der Koch des Hauses Silberkrug im Pferder könnte ein Abnehmer für das Harpchenei sein. Schließlich verwendet er ja auch Rattenschwänze bei der Zubereitung seiner Speisen. Oh, wie freundlich. Ja. Das sind die beiden Quests in Moorbrück, die wir so übersehen haben. Einfach weil ich keinen Bock auf Moorbrück hatte und schnell weg wollte. Dorf. Auch wenn dieses Dorf eigentlich fast nur aus einer Taverne besteht. Reden wir erstmal mit dem Schmied. Torfspaten zu Schwertern. So soll es sein. Ich habe in einer Bodenspalte eine alte Truhe entdeckt. Leider kann ich sie von hier, von oben nicht erreichen. Habt ihr vielleicht ein Seil oder etwas ähnliches für mich? Damit ihr sie nach oben ziehen könnt? Aber sicher doch. Ich habe hier einen Wurfhaken mit 10 Schritt Seil. Ja, damit könnte es klappen. Was soll der Wurfhaken denn kosten? Nur ein Dukat. Ja, das ist ziemlich teuer. Könnt ihr die hier etwas günstiger überlassen? Weil ihr es seid, überlasse ich euch den Wurfhaken für 8 Silbertaler. Hier habt ihr das Bitte Geld. Sehr. Und vergesst nicht, Torfspaten zu Schwertern. Mhm.
Ja. Dann wieder zum Grab. Und zur Truhe. Also den haben wir jetzt hier, den Wurfhaken. Können wir uns nicht mal angucken. Das nächste Mal klappt's bestimmt. Fingerfertigkeit minus 7. Na, die ist auf 16. Gladys ihre ist höher. Ja, Treffer! Jetzt hoch mit der Truhe! Hoch damit! So schwer kann das doch nicht sein! Ja, jetzt brauchen wir jemanden mit Körperkraft. Was wohl in der Truhe sein mag? Verschlossen. Ich habe die Truhe erfolgreich aus der Spalte geborgen. Erschwert um 25. Okay, da benutzen wir dann gleich einen Dietrich. Ja, ich kann mein Schlösserknacken halt nicht mehr verbessern. Es wird halt schwierig sein, die zu knacken. Ja, Fingerfertigkeit kann ich nicht so leicht drüber kommen. Allerdings, die Intuition kann einem Probleme machen. Hochwertiger Spaten. Ein hochwertiger Spaten, der von einem Schmied zu einem besonderen Schwert geschmiedet werden kann. Okay. Torfspaten zu Schwert. In der geheimnisvollen Truhe, die ich aus der Spalte im alten Travianter geborgen habe, befand sich ein Torfspaten. Vielleicht kann mir der Schmied Ulfing Bleifinger aus dem Fundstück ein außergewöhnliches Schwert schmieden. Was zur Hölle? Okay. Schwarze Seele. Heilung. Okay, warum sind die Dinger so stark?